Hallo und herzlich willkommen zu Teil 50 des Let's Plays GTA San Andreas mit Weakling-Praktikant Tommy. Ja, Teil 50 sollte ein Fest werden, ein Jubiläum. Stattdessen kann ich euch sagen, es ist ein Fest des Frustes. Einfach nur die Hölle. In Teil 49 ist ja schon quasi nichts passiert. Und jetzt in Teil 50, ich habe eben mich schon mal an der Wusimu-Mission probiert. Und zwar nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, ich glaube viermal. Es ist die Hölle. Es ist die absolute Hölle. Wer schon mal Vice City zum Beispiel sich angeschaut hat, weiß, dass ich das eigentlich nie oder nur in absoluten Ausnahmefällen tue. Aber ich habe die Aufnahme eben abgebrochen und starte das Ganze jetzt nochmal neu. Die war schon 40 Minuten lang und es, was da zum Schluss passiert ist, ich erzähle es euch vielleicht später. Vielleicht lege ich aber auch den Mantel des Schweigens darüber, mal schauen. Hold on. You trying to tell me you can't swim? Seriously, when I'm in the deep water, it panics me. Plus, I'm terrified of eels and squid and seaweed and... Okay, dude, see... I know you're just trying to make excuses now. Look, CJ, I need someone from outside the triad who I can trust. All right, so let me get this straight. You want me to swim around in dirty dock water, dodging little brown jelly beans and Vietnamese gangsters to put a bug on a boat in the harbor? You're so negative. Listen, man. When I was a kid, swimming off to Santa Maria, I once got a condom stuck to my face. Hard like that stays with you for life. Believe that. I have a confession to make. I'm blind. No shit! Yeah. Although I've trained my other senses to a point where you wouldn't notice my handicap, in the water, they'd be quite useless. All right, Woozy, relax. Don't beat yourself up about it. Look, I'll do it. One last thing. You do know that I'm black, right? And not Chinese. I'm blind, Carl, not stupid. Ja, finde ich eigentlich nämlich total geil, die Mission, also so nach diesen Beschreibungen jetzt. So braune Klümpchen im Dockwasser, das gefällt mir natürlich gut. Auch, also halt dieses Geständnis der Blindheit von Woozy, also ich finde es großartig. Ja. Oh Gott. Was ist denn das hier für eine Straße? Wieso fahre ich denn diese Straße runter? Das ist gar keine Straße, oder? Was um alles in der Welt ist das? Okay, keine Ahnung, was ich jetzt gemacht habe, aber so falsch kann es nicht sein. Naja. Jedenfalls trotz dieser freudigen Erwartung... Gleich im Wasser beginnt der Horror. So, also, grundsätzlich ist das so, es ist schon mal ziemlich wahrscheinlich, dass wir jetzt den ersten, vielleicht auch den zweiten Durchgang überhaupt nicht schaffen.
Denn obwohl wir unser Lungenvolumen hier schon einigermaßen trainiert haben, diese Tauchgänge hier sind einfach ultra hart. Und ich bin auf jeden Fall ein paar Mal einfach immer ertrunken. Vor allen Dingen der letzte Tauchgang, der hat so richtig in sich. Man bleibt halt gerne auch mal hier hängen in der Botanik. Und wenn man hängen bleibt, hat man eigentlich einfach nur die Arschkarte gezogen. Kann man irgendwie versuchen, sich halt nochmal frei zu schaufeln, aber in der Regel ist das eher ziemlich aussichtslos. Hier sind wir zum Beispiel wieder so weit. Da war ich jetzt noch nicht tief genug abgetaucht. Ja, aber wir kommen sogar noch raus. Ohne dass wir Schaden an der Lebensenergie nehmen. So, hier müssen wir jetzt die Lungenkapazität auf jeden Fall wieder auffüllen, bevor wir tauchen, denn jetzt kommt der Schlimmste. Das ist echt die Hölle hier. Ich will ja nichts sagen, aber so gut bin ich noch nie da durchgekommen. Vielleicht hat sich ja das Üben gelohnt. Ja, ich war einmal an dieser Stelle, da war ich aber schon so gut wie tot. Hey, what was that? Over there. So, wir wollen nicht wieder da rein. See that over there? Shit. Could have sworn I saw something. Hey, we gotta check over there. Hör mal, die fahren hier jetzt auch noch hin und her, oder wie? Anybody else see that? My mind must be playing tricks. Kann ich die Typen nicht ein... Nein! Oh, es ist schon wieder passiert. Das ist mir eben auch beim letzten Durchgang passiert. Oh Gott, ey. Ja, ihr könnt euch vorstellen, wo ich hier bin. Das hier ist doch hoffentlich jetzt nicht der Startpunkt, oder? Dass ich alles nochmal durchschwimmen muss. Ganz so schlimm ist es nicht, aber schon fast genauso schlimm. Ach Scheiße, ey, das ist echt unglaublich. Die Typen nicht einfach abballern können. Das würde ich ja am liebsten machen, aber ich fürchte fast, das wird so nicht gehen. Okay, also ab ins Wasser. We got a swimmer approaching the boat. Man, I swear I saw something. That a guy on the water? Man, did you see him? No? I think I see something in the water.
gotta stop spooking myself. Hey, someone in the water! Nah, I must be tripping or something. Okay, wir können ruhig im Wasser sein. Ist auch interessant. Und da sind, ach so, da gehen die Scheinwerfer rum. Ja, eigentlich wahrscheinlich versuchen, da irgendwie an die Längsseite zu kommen, oder? Ich weiß echt noch nicht, wie das was geben soll. Wahrscheinlich müssen wir ja auch irgendwie auf das Boot noch drauf. Shit, did you see that? Ich vermute auch ganz stark, dass wir dieses Messer da nicht um... I saw some idiot. He can't hold his breath forever. Man, he must have drowned by now. So, wie kommen wir auf dieses beschissene Schiff? Also, wenn wir da wirklich drauf müssen. Ich hoffe ja mal nicht. Cool. Können mal schwimmen. Ja, und jetzt? Ja, das mit dem Kegel habe ich verstanden. Aber was müssen wir jetzt... Ich guck mal gerade Info. Können wir hier irgendwie... Das ging doch irgendwie. Ja. Ich weiß halt gar nicht genau, was wir jetzt tun müssen. Ich behaupte auch fast, dass das Musi so genau nicht gesagt hat. Ich meine, wir müssen ja wahrscheinlich aufs Schiff, denke ich mal. Ich weiß halt nicht, ob ich hier drunter durchtauchen kann. Ich habe wahrscheinlich nicht ganz zu Unrecht die Befürchtung, dass das unser Todesurteil ist, wenn wir das machen.
Mann, 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 ey, das ist aber echt eine super abgefahrene Mission hier. Die dauert ja ewig. Ich meine, die folgen einem natürlich auch wie von Geisterhand. Aber ja, da drüben geht's rauf aufs Schiff. Ja, das habe ich mir nämlich schon gedacht, dass man noch auf die andere Seite kommen muss. Wäre ja auch sonst ein bisschen einfach. Ich meine, ja, wahrscheinlich habe ich es mir jetzt auch schwerer gemacht, als es eigentlich ist, aber ich hätte jetzt auf jeden Fall gerne hier einen Speicherpunkt. Echt unglaublich. Ja, ich möchte gerne aus dem Wasser steigen. Okay. Alles klar. Nee, so. Das wollte ich natürlich nicht. Natürlich sehr geil, dass wir jetzt die Schalldämpferpistole dabei haben. Die ist echt Gold wert jetzt. Wo muss ich denn hier jetzt die Wanze platzieren? Bin ich hier noch falsch oder wie? Da. Oh Mann, Halleluja. Ey. Oh, I love fighting. Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Ich kann die Waffe nicht wechseln. Ich kann gar nichts tun. Ich kann nichts machen. Boah, Mann, 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 ey. Oh,
Falsch. Falsch. So, das müsste der letzte gewesen sein. Nee. Okay, jetzt sind aber die Scheiß... Ach so, nein, ich bin im Laderaum. Ich dachte, ich wäre schon wieder oben. So, ich hoffe, dass jetzt wenigstens diese scheiß Patrouillenboote weg sind. Ne, ist er natürlich noch da. Wäre ja sonst auch zu langweilig. Ich will schleichen, nicht schießen. Aber die scheinen ja fast jetzt außer Funktion gesetzt zu sein. Nee, werden doch noch rot angezeigt. Was ist denn das da drüben eigentlich für eine Insel? Es erscheint mir doch eigentlich wesentlich attraktiver, da rauszukommen, als um die jetzt wieder rumzuschwimmen. Da kommen wir nur nicht an Land. Müssen auch dringend mal wieder was mampfen. Boah, Leute, also die Mission macht mich fertig. Echt, die macht mich absolut fix und fertig. Sich das gelohnt hat für den 50. Teil, ich weiß es nicht. Ich will es mal schwer hoffen. Stopp mal gerade. Jetzt will ich aber eine Sache wissen. Ach so, da müssen wir wieder an den Hafen. Ja, ja, das ist mir egal. Also da fahre ich dann jetzt gerne mit irgendeinem Auto hin, das wir hier unterwegs finden. Ach so. Nee, aber hier. Ah doch, da ist... Ach, das ist die Straße. Ja, fein. Ich dachte irgendwie, das wäre hier wieder Wasser. Ja, ja. Der ist konfisziert. Fuck. Moment mal, was ist denn hier jetzt los? Ach du mein Schreck, wir sind in einem neuen Gebiet. Oh, da ist die Brücke noch gesperrt. Ist das traurig? Ist das traurig? Ist das traurig? Ja, dann. Hatte ich schon mal erwähnt, dass mich die Mission echt fertig macht? Weil ich hatte jetzt einfach keinen Bock schon wieder zwischen diesen... Ah, da kommen wir doch am Pleasure Dome raus. Nice. Ja, ich hatte einfach keinen Bock schon wieder jetzt zwischen diesen Patrouillenbooten da durchzutauchen.
Davon habe ich gestrichen, die Schnauze voll. Ich meine, was uns die Mission auf jeden Fall massig gebracht hat, sind Muskeln, Kondition, Lungenvolumen. Aber maximale Gesundheit, ah, das ist schon alles nice, aber oh, die tat einfach weh. Die tat einfach nur weh. Müssen wir uns gleich auf jeden Fall erstmal zwei Fleischbergportionen oder irgend sowas reinschieben. Wenn wir denn mal hier irgendwo ankommen und wieder rauskommen aus dem Wasser. Da vorne ist, glaube ich, was, ja. Eine Treppe. Boah, nice. Mein lieber Scholli, ey, was ein Abenteuer. Was für ein Abenteuer. Ja, ich versuche zu rennen, aber wir sind offensichtlich gerade vollkommen erschöpft, was ja auch sehr gut nachvollziehbar ist. Ich möchte jetzt auf jeden Fall gleich die Millionen auf dem Konto sehen. Die wäre auf jeden Fall absolut gerechtfertigt. Ach, da unten ist eine Rüstung. Nice. Die werden wir uns auf jeden Fall mal holen. Wer weiß, was noch passiert. Vielleicht kommen wir jetzt noch in eine fette Schießerei. Hier würde mich eigentlich nichts mehr wundern. So, da unten sollten wir wohl ankommen. Hey Caesar, the Yay leaving San Fierro, right? Right, but they're using bikes, CJ, and they go cross country. Junge, tut mir leid, aber du kannst nicht. Das geht jetzt echt mal gar nicht. Aber sowas von gar nicht. Ja, aber 11.000, das ist doch mal eine Marke. Das finde ich schon ganz okay. Es ist nicht die Millionen, die ich erwartet habe. Aber das ist auf jeden Fall ganz okay. So, und ein Teil davon geht jetzt auf jeden Fall erstmal für Pizza drauf. Doch nicht die Weichei-Portion. Und auch nicht den Salat. Das hier hätte ich gerne. Die volle Lutsche. Und zwar nicht einmal, nicht zweimal, nicht dreimal, sondern viermal, sage ich jetzt mal. Ja, okay. Okay, okay. Wenigstens wieder ein bisschen was auf den Rippen. Ja, ihr könnt mir eins glauben, ich bin heilfroh, dass die Mission jetzt hinter uns liegt.
gibt auch auf jeden Fall noch mehr Wusimu-Funktionen. Genau. Die Wusimu-Funktion. Da werde ich mal schauen, ob wir versuchen, die im nächsten Teil weiterzulösen. Aber das war echt mal ganz, ganz harter Tobak. Home Sweet Home. Hab mich selten so sehr gefreut, die Garage wiederzusehen. Hey, Honey. Hey, man. I gotta get me one of those new my boxers. Wundervoll. Ja, das war Schwimm-Action mit Wusimu. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Mal gucken. Ich weiß es noch nicht. Ich danke euch fürs Zuschauen. Sage bis bald in San Fierro. Macht's gut. Ciao.